Dieses Video ist an alle Wolfsburger Privatpersonen, Geschäftsleute, Freiberufler, Handwerker, Künstler, sonstige andere selbstständige Institutionen gerichtet. Am 27.04.2024 treffen wir uns im Alvar Aalto. Das gilt jetzt hier als Einladung. Die Veranstaltung findet von 10 Uhr bis 14 Uhr statt. Der Grund ist Nachbarschaftshilfe, Aufbau der Nachbarschaftshilfe Wolfsburg aktiv. Unser Verein Miteinander für ein Dasein organisiert das, hält auch letztendlich den Vortrag diesbezüglich und möchte mit Wolfsburgern ins Gespräch kommen. Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung, Ihr Kommen. Ja, eine Anmeldung bedarf es nicht. Eine Höchstgrenze von 150 Personen gleichzeitig ist Auflage vom Alvar Aalto bzw. der Stadt Wolfsburg. Der Hintergrund der Nachbarschaftshilfe ist, dass wir eben halt das unterstützen wollen, was sich so nennt, zu Hause alt werden für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, es gibt ambulante Pflegedienste, die sind für die Pflege zuständig. Unser Verein ist aber Gänsefüßchen für die soziale Betreuung zuständig, hat eine kassenärztliche Zulassung. Wir machen somit die niedrigschwelligen Betreuungsangebote nach 45 SGB 11, die wir kassenärztlich abrechnen. Was uns tatsächlich als Verein fehlt, sind Ehrenamtliche, die wir dringendst suchen und über diese Veranstaltung finden möchten. Letztendlich hängt es auch von der Kommunikation ab und da halten wir dann entsprechend einen Vortrag. Wir haben uns jetzt auch entschieden, ein Stadtmagazin mit gleichem Namen Wolfsburg aktiv herauszugeben. Da kommen dann eben halt auch unter anderem unsere Vereinsnachrichten, ja, auch das Thema Sozialgenossenschaft, zu Hause alt werden. Da geht es im Thema um Gesundheit, um Soziales. Es geht natürlich auch um uns als Thema Biografiearbeiten, aktive Wolfsburger Stellenmarkt etc. Den Aufbau, den habe ich in den Anhang reingesetzt. Bitte einmal nachschauen. Ja, ich wünsche mir eine rege Beteiligung. Bis 150 Personen dürfen anwesend sein. Und anmelden brauchen Sie sich nicht. Das Stadtmagazin ist Werbeträger, sucht auch noch dringend Werbepartner, Werbefreunde. Falls Sie selbstständig sein sollten, ein Freiberufler, ein Handwerker, ein Künstler, ein anderer selbstständiger Dienstleister, wie auch immer, oder eine Privatperson, wenn es was zu verschenken gibt, ja, dann verschenken wir natürlich auch die Anzeige und machen das für Sie kostenlos. Ja, ich möchte eine Kommunikationsplattform, ein Netzwerk und ich möchte ein sichtbares Zeichen für unseren Verein, für unsere Genossenschaft in Gründung und eben halt für andere Projekte. Und was ganz dringend ist, wir suchen Ehrenamtliche. Ich hätte beinahe gesagt, wir suchen dich, wir suchen sie, wir suchen aktive Menschen. Das Stadtmagazin wird dann am 27. auslegen. Und ja, ich hoffe, dass wir ein Netzwerk hinbekommen. Ich hoffe, dass wir die Nachbarschaftshilfe aufbauen können. Ja, die Nachbarschaftshelfer, die Ehrenamtlichen kriegen eine Aufwandsentschädigung von 840 Euro jährlich, steuerfrei, sozialversicherungsfrei, sind keine arbeitsrechtlichen Verhältnisse. Also bei uns lohnt sich helfen und alles andere und weiter später im Seminar bzw. im Vortrag. Was ich an der Stelle noch sagen kann: Es lohnt sich zu helfen, auf jeden Fall. Es ist das gute Gefühl und wir werden alle einmal älter, wir werden alle einmal hilfebedürftig und da kommt es dann auf jeden an. Was ich heute gebe, das bekomme ich morgen zurück und alles weitere dann am 27.04.2024 in guter Nachbarschaft im Zeitraum zwischen 10 und 14 Uhr. Wer Werbepartner sein möchte, der meldet sich bitte. Preisliste ist anbei. Mehr Werbung möchte ich jetzt an dieser Stelle für uns nicht machen. Auf jeden Fall werden Ehrenamtliche durch uns und unserem Kooperationspartner DHK Ortsverein Mitte unterstützt bzw. ausgebildet und das ist unentgeltlich. So, wir zählen auf Wolfsburg, auf aktive Menschen und auf Ehrenamtliche, auf Helfer, auf Nachbarschaftshelfer. Ich sage schon einmal, auf gute Nachbarschaft und bis zum 27.04. Besten Dank, Hans-Jürgen Klaassen.